Herzlich willkommen, ein Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe hier schon eine Flaschenpost entdeckt und wir gucken mal, was da drin ist. Für ein Genie. Oh, habe ich weggeklickt. Ein Spielwagen. Oh, den haben wir noch nicht. Oh, super gut. Was hat die Olle davor? Oh, wie die aussieht? Komm. Hey, Moritz. Also, ich habe da etwas nachgedacht, darüber die Insel zu verlassen. Ja. Ja, hau ab. Viel Glück. Cool, ich arbeite daran. Voll das bessere Ich zu werden, indem ich die Welt erkunde. Danke für alles, Moritz. Pass gut auf die Insel auf, okay? Und naja, denk mal an mich. Und so. Boah. Ich war heute schon aktiv tatsächlich. Aber sportlich aktiv. Bin schon einen See herumgejoggt. Und dann habe ich mir auf dem Rückweg Pommes mitgebracht. Das ist doch mal super, oder? Direkt die verbrannten Kalorien wieder in den Körper gebracht. Lecker. Yum, 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 yum. Außerdem ist Rainer heute da. Oh, was ist das denn da cooles? Oh, das will ich haben. Das war, oh Mann, ey. Das nervt mich, ja. Ich meine, diese schöne hier ausziehen, ey. So, jetzt aber. Jetzt aber. Gar kein Problem. Außerdem habe ich gestern ein neues Rezept bekommen von Johannes. Und zwar den Boden. Oh, das sieht schon cool aus. Den Boden, den nächsten Boden. Der ist hübsch, aber ich glaube, es sieht noch schöner an. Den Muschelboden, ich glaube, der war schöner. Den zeige ich euch gleich noch eben. Aber erstmal müssen wir gleich zu Rainer. Oh, habe ich Discord offen? Dann kann ich... Oder wo gucke ich das nicht? Warte. Was müssen wir da nochmal eingeben? Rainer, ne? Rainer. Animal Crossing. So. Perfekt. Ich hoffe, der Typ, der hat heute mal coole Sachen. Was für ein Museum. Habe ich das letzte Stück eigentlich dem Museum? Ja, ne? Habe ich das? Das war diese Sonne. Doch, habe ich das. Das ist nicht mein Lieblingsfutter, aber ich. Lecker, lecker. Ich bin ein Fuchs und esse gerne. Okay, hier haben wir die Mona Lisa. Guck mal hierher. So. Was steht hier? Die Fälschung hat auffällige Augenbrauen. Okay, schauen wir uns an. Erstmal anschauen, bitte. Ja, das könnten Augenbrauen sein. Wie sieht das original aus? So. Ja, okay. Das ist eine Fälschung. Das ist eine Fälschung. Eindeutig. Oh mein Gott, ey. Wie soll ich das denn erkennen? In der Dunkelheit, wie soll ich das denn hier erkennen? Dass sie grau ist. Erstmal anschauen, bitte. Ist das grau oder ist das blau? Also für mich wäre es jetzt blau. Aber... Oder ist das grau? Warte mal, ich sehe den Unterschied hier selbst bei der Fälschung und bei dem Dings nicht. Okay, so sieht das so aus, ja? Ach, es geht um dieses Tier. Ach so. Also es geht um den Hämmerling. Okay. Ich hab's verstanden. Okay. Nee, das ist Fälschung. Ohne Fälschung. So, dann hier sternklare Nacht. Ich bin gespannt. Ich mag das Porträt gerne. So was ähnliches wollten wir im Kunstunterricht machen. Mit der Technik, aber. Keine Ahnung, kam irgendwie nie dazu. Wo ist das Böhm? Oh, das ist es halt, okay. Aber gern. Denn davon gibt es keine Fälschung. Laut Internet. Und von dem Banner?
Schriftzug fehlt und die Trauben sind lila. Schriftzug, ist das was? Ist das eine Schrift? Doch, da links. Hier, hier ist links nichts. Okay. Oh, oh, die Tassen sind aber hübsch. Die Tassen sind echt hübsch. Die kaufe ich mir auch noch. Her damit. So wie das hier ist, aber die Folge muss gleich online und meine Pommes dürfen nicht kalt werden. Könnt ihr auch einfach was essen? Na? Ja. So, das kaufen wir uns auch. Ich weiß nicht, ob wir das haben, ist aber auch egal. Außerdem lief gestern eine neue Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Da wurden ein paar Spiele gezeigt. Im europäischen Trailer waren irgendwie nur 4 Spiele. Im japanischen circa 20. Ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Oh, ich wollte mir das anschauen. Ah, cool. Ja. Ja, war schon irgendwie seltsam, ja? Im japanischen Trailer gab es halt auch sowas wie Fairy Tail, was ja eigentlich auch in Deutschland rauskommt. Beziehungsweise in Europa. Und auch andere Spiele, die auch in Europa Release schon haben. Deswegen habe ich nicht ganz verstanden, wie man das überhaupt gezeigt. Die japanische Direct in 12 Minuten, die deutsche 8 Minuten. Aber in Japan waren die Trailer alle kürzer. Und hatten dann halt 20 Spiele circa. Jump Force und so. Also die war schon cool. Unsere war nicht so cool. Unsere war eher lame. Lame. Ja. Auch ein neues Schleuder. Ist kaputt gegangen. Dankeschön, nehme ich. Nein, danke. Und dann schauen wir uns da eben den nächsten Boden an. Und dann war es das tatsächlich heute auch, weil ich muss genau in 20 Minuten weg. Ich bin noch nicht duschen gegangen. Oh, was für die da jetzt? Ja. Finde ich wirklich apart. Ich würde dich ab jetzt auch so ansprechen. Ja, aber klar doch. Kannst du mich gerne König ansprechen. Super. Danke, Misusu. Du bist mein Lieblingsbewohner hier. Aber lass das nicht den anderen hören. Hier unten. Habe ich sie überhaupt hier hin platziert oder habe ich sie ins Inventar getan? Ist das die? Guck mal eben hier, Wasseranleitung. Das war die hier. Ja, tatsächlich, das ist sie. Okay, das ist die Nixon. Der Nixon-Boden. Ist jetzt nichts Besonderes, finde ich persönlich. Ich finde die andere Tapete da, die ist die Muscheltapete hier, deutlich cooler. Den Meeresboden. Der ist wirklich deutlich cooler. Und ja, ne? Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Part jetzt relativ kurz ist. Aber wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir auf... Ach nee, übermorgen dann, wenn der Bewohner auszieht und wir einen neuen Bewohner suchen. Wie viele Dinge habe ich mal? Jetzt muss ich gleich noch nach Tumnok, um nochmal 300 abzuholen. Ne, dann bis morgen. Tschüss, euer Kamito. Haut rein.